So, Slane. Sieh mal einer an, wer da zur Tür hereinstiefelt. Du bist also der Neue, ja? Siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Du hast mich erwartet? Ich habe deinen Kahn gesehen. Ein prächtiges Schiff, das muss ich zugeben. Man sagt, Stahlbart hätte dich in seine Mannschaft aufgenommen. Ja, aber das ist schon einige Tage her. Dieses Weibsbild von einem Seeungeheuer hat ihn getötet. Stahlbart hat mir sein Kommando überlassen, kurz bevor er starb. Was sagst du da? Stahlbart ist tot? Das ist unmöglich. Kannst es mir ruhig glauben. Du kannst es mir ruhig glauben. Es ist wahr. Das sind schlechte Neuigkeiten. Wenn Mara sogar Stahlbart bezwingen konnte, dann haben wir ein größeres Problem, als ich bisher angenommen hatte. Niemand ist unbesiegbar. Mara ist geduldig. Sie wartet bei jedem von uns nur auf einen Moment der Schwäche. Bei Stahlbart hat sie wohl im richtigen Augenblick zugeschlagen. Na. Du bist schwer zu finden. Oh, du hast mich gesucht? Ja, verdammt. Es war eine weite Reise hierher. Musst ja nicht gleich eingeschnappt sein. Du kannst froh sein, dass du mich hier überhaupt noch antriffst. Ein paar Tage später und ich wäre schon wieder auf hoher See. Unsinn, der Admiral lässt dich doch gar nicht weg. Du hast unser Gespräch belauscht. War nicht zu überhören. Lass uns über dein Artefakt, den Blutopferdolch, reden. Jetzt fängst du auch noch damit an. Na gut, lass uns über den Dolch reden. Aber nicht hier. Wir gehen zu meinem Schiff. Da können wir ungestört reden. Folge mir. Okay, Slane. Also ich muss... Entschuldigung. Ich muss sagen, der ist mir schon recht sympathisch jetzt eigentlich. Die Wände haben Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Du meinst Alvarez. Psst. Nicht so laut. Komm weiter. Okay. Danke, dass du mich warnst. Folge, Slane. Das ist unsere neue Quest. Die ist ja nicht sonderlich schwer. Dupdi-dupdi-du. Ich und mein Freund Slane, wir gingen... Du hast Admiral Alvarez ganz schön verärgert. Der kriegt sich schon wieder ein. Wir hatten einen Deal und ich kann ihn leider nicht erfüllen. Und jetzt pocht Alvarez auf seinen Piratenkodex und will den Dolch mit Gewalt aus mir herauspressen. Ja, das ist ja schön. Warum will er den Dolch? Wer will ihn nicht? Der Dolch ist eine sehr mächtige Waffe. Die sich in deinem Besitz befindet. Ja, aber ich habe ihn nicht bei mir. Wo ist er? An einem sicheren Ort. Komm mit. Am Hafenkai werde ich dir mehr darüber erzählen. Ich frage mich gerade zwei Sachen. Erstens, wird sich Slane uns auch anschließen im späteren Spielverlauf? Das werden wir ja alles sicher noch erfahren. Also, wo ist der Blutopferdolch? Ich habe ihn versteckt. Er ist auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Ah. Warum kann ich ihn auch Alvarez nicht geben, auch wenn er noch so brüllt? Soll ich ihn dir... Ach so, wir müssen die See von Mara befreien. Das stimmt natürlich. Wir müssen die See von Mara befreien. Ja, wir müssen ihr die Stirn bieten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ohne den Dolch kann ich mich auch gleich in der See ertränken. Ihre Macht ist sehr groß. Selbst Stahlbart war ihr nicht gewachsen. Das ist doch sowas von unglaublich. Wieso ist Mara einfach nur so stark? Ich hab nicht vor, aufzugeben. Deine Entschlossenheit klingt sehr überzeugend. Aber hast du auch einen Plan? Ich hab Crow getötet und sein Artefakt an mich genommen. Was denn? Crow ist auch erledigt und du hast sein Artefakt? Dann sieht die Sache ja schon gleich ganz anders aus. Warum sagst du das denn nicht gleich? Du hast nicht gefragt. Das sind gute Neuigkeiten. Ja, und Mara fürchtet die Artefakte. Mit ihnen haben wir vielleicht eine Chance. Ich muss zugeben, das hat einen gewissen Reiz. Zwei junge Kapitäne stellen sich dem unbarmherzigsten Feind, den die See in diesem Teil der Welt je gesehen hat. Hört sich ziemlich aussichtslos an. Ich bin dabei. Da gibt es nur leider noch ein kleines Problem. Alvarez. Yep. Ohne Schiffsausrüstung hängen wir hier im Hafen fest. Wie können wir Alvarez überzeugen? Vergiss es. Der störrische Esel wird uns nicht helfen. Er will den Dolch, auch wenn ich ihm schon 100-mal gesagt habe, dass ich ihn nicht bei mir habe. Wir müssten die Handwerker in der Stadt dazu bringen, gegen den Willen ihres Admirals zu handeln. Sie müssten uns die Ausrüstung trotz Alvarez Handelsverbot verkaufen. Traust du dir das zu? Ich muss... Ja, was ist mit dir? Hoffentlich muss ich die Leute nicht bedrohen, weil auf... Moment, wo ist es? Nicht Taschendiebstahl, sondern... Hier, Silberzunge oder was das war, da haben wir nicht so viele Punkte, also im Überreden. Das haben wir nicht so sehr geskillt, aber dazu kommen wir gleich. Was ist mit dir? Hier weiß doch jeder von meinem Deal mit dem Admiral.
Mir verkauft hier keiner was. Aber du hättest vielleicht noch eine Chance. Du besorgst den Kram und ich führe uns anschließend zu der Insel, wo ich den Dolch vergraben habe. Also, haben wir einen Deal? Moment mal. Erzähl mir von deinem Deal mit Alvarez. Es ist schon einige Zeit her. Da lag ich hier vor Anker. Alvarez hat mein Schiff ausgerüstet und ich sollte ihm dafür den Blutopferdolch bringen. Er weiß, dass ich ihn erbeutet habe. Und jetzt lässt er mich nicht mehr ablegen, bevor ich ihm den Dolch ausliefere. Ja, okay. Was brauchst du denn alles? Was genau brauchst du? Eine neue Kanone und ein paar Fässer frisches Pulver dazu. Bei meiner letzten Schlacht ist mir eine Backbordkanone um die Ohren geflogen. Oh Gott. Was noch? Ohne Trinkwasser und ein paar frische Fischfässer werden wir auf See nicht weit kommen. Ach ja. Und einen neuen Steuermann. Das mache ich denn mal. Ist das alles? Jedenfalls genug, dass ich es nicht wagen kann, einfach in See zu stechen. Gut. Ich denke, ich habe jetzt dein Bild. Dann mal los. Ich besorge uns die Schiffsausrüstung. Das ist ein Wort. Abgemacht. Ich warte so lange auf meinem Schiff. Komm zu mir, wenn du alles erledigt hast. Ja, super. Jetzt müssen wir Kanonen und alles, Pulver zweimal besorgen. Einmal für unser Schiff, einmal für ihn hier, den Kollegen. Aber was ich mich ja gefragt hatte, also erstens, ob Slane sich uns anschließt. Ich denke aber mal schon, also ist ja klar, kann ich das mitnehmen? Hä? Nee. Ich dachte, ich kann das aufsammeln. Goldklee, das kann ich aufsammeln. Also der Slane wird sich wahrscheinlich uns anschließen. Und sonst wäre meine... What? Ein Pirat. Der schläft ja schön, ist ja richtig süß. Können wir in der Zeit vielleicht... Den Käse? Den nehme ich mit. Ich mag Käse. Käse ist lecker. Kann man auch verkaufen. Hier haben wir Gold und Gold und Hand. Hier steht was. Jedem, der es hören oder nicht hören wollte, erzählte der Harfenmeister seine Geschichte. Ein Gnom habe ihm im Schlaf seinen Flachmann gestohlen. Da er jedoch der Einzige war, der den Gnom gesehen haben will, wurde er nur belächelt. Aha, Gnome also. Gnome, ja. Hier, Hafenhirschnack. Kann ich da oben vielleicht... Die Muschel, na, die Muschel. Sehr schön. Den Totenkopf können wir wohl nicht mitnehmen. Dann schauen wir mal. Pirat. Ich will die Banane. So. Karaffe nehmen wir auch mal mit. Und sonst ist hier eigentlich nichts Neues mehr. So, dann gehen wir wieder raus. Und ich frage mich, ob wir hier irgendwo... Das müssen wir... Mach mal die Tür auf. Oha, wo bin ich denn hier? Hast du von den Versunkenen gehört? Mara soll sie aus den Leichen über Bord gegangener Seemänner gemacht haben. Erzähl doch nicht immer so einen Mist. Das ist kein Mist. Es ist wahr. Frag Bill, er ist den Biestern schon begegnet. Wenn Mara hier aufkreuzen würde, bekäme sie erstmal was aufs Maul. Sag das nicht so laut. Wir können froh sein, wenn sie bleibt, wo sie ist. Ich habe keine Angst. Solltest du aber. Okay, da haben wir einen ziemlich mutigen Piraten, sag ich mal. So, das war diese komische Bar. Aber das gibt's doch nicht. Wir müssen doch hier irgendwo einen Händler oder sowas haben. Haben wir auch wahrscheinlich. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen. Ich werde mich mal hier nach oben begeben. Irgendwo ist doch bestimmt... Da war doch was. Hallo. Es sieht hier nach einer Menge Arbeit aus. Das ist es auch, mein Junge. Sag, was du willst und dann geh bitte wieder. Ich habe noch viel zu tun. Aha, er hat also Kanonen. Schöne Kanonen hast du da. Finger weg! Die bleiben schön hier. Keine Lieferung, bis das Handelsverbot wieder aufgehoben wurde. So. Dann kaufe ich meine Kanonen eben woanders. Ha, du bist ein Witzbold. Hier auf Antigua bin ich die einzige Adresse. Also kannst du dich schon mal mit dem Gedanken anfreunden, meine Ware kaufen zu müssen. Du bist doch dieser neue Captain, oder? Nein, ich bin der neue Kammerjäger. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Das ist allerdings wahr. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Mein Junge, du bist hier in Antigua. Das bestgehütetste Geheimnis der südlichen Inseln. Wenn wir diese Stadt auch weiterhin vor der Inquisition verbergen wollen, müssen wir gut über alles und jeden Bescheid wissen. Ganz besonders, wenn es sich um Fremde handelt.
Die meisten hier glauben, dass du nicht lange durchhältst. Warum? Weil sie meinen, ich sei noch zu jung für ein Kommando? Nein, weil du zu neugierig bist. Du steckst deine Nase in zu viele Angelegenheiten. Sowas ist noch niemandem gut bekommen, glaub mir. Ach, komm. Amüsierst du dich eigentlich auch mal? Wie meinst du das? In deinem Leben muss es doch irgendeinen Zeitvertreib oder ein Vergnügen geben. Für Vergnügen habe ich keine Zeit. Naja, es sei denn, sie würde mich endlich einmal erhören. Aha, es gibt da also ein Mädchen, ja? Wer ist sie? Ach, das geht dich einen feuchten Dreck an. Oh, schade. Was muss ich tun, damit du mir trotzdem etwas verkaufst? Ich will dir nichts verkaufen. Aber wenn du fragst, was du tun kannst, sorge dafür, dass Kapitän Slane und Admiral Alvarez endlich ihre Streitigkeiten beenden. Sie sollten sich lieber überlegen, was als nächstes zu tun ist, anstatt sich zu bekämpfen. Das hört sich doch sinnvoll an. Was weiß ein einfacher Schmied schon über solche Dinge? Ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn sich die Kapitäne streiten. Das hat noch nie was Gutes zur Folge gehabt. Mir reicht's jetzt. Ich will doch nur eine Scheißkanone. Nur nicht frech werden. Von mir aus kannst du Wurzeln schlagen. Keine Ware während des Handelsverbots. Basta! Und jetzt verschwinde! Okay, Wilson. Ich werde dieses Messer nehmen und dann werde ich dich einfach töten. Nein, machen wir nicht. Wir haben nämlich gerade eine neue Quest bekommen und zwar... die Kanone. Der reine Luxus. Wilson ist verknallt. Vielleicht kann ich ihm zu einem Rendezvous mit seiner Angebeteten helfen. Ja, wer ist denn das? Wilson kann mir wegen des Embargos des Admirals keine Kanone verkaufen. Ich werde ihn irgendwie dazu überreden müssen. Das ist richtig. Geh mal weg. Du willst doch hier nichts klauen. Nein, ich klaue nichts. Hau ab. Lass mich durch. Jetzt nicht hier runterfallen. Dupdidu. Und es regnet auf Antigua. In Antigua. Haben wir vielleicht eine Map? Antigua. Du besitzt keine Karte dieser Region. Das ist natürlich nicht so toll. Haben wir irgendwo... Moment mal. Ich gehe hier mal hoch, das sieht ein bisschen... Ah, stimmt, da wollte ich hin. Hier ist doch die Wache, ne? Hier war doch, da ist doch... Warte mal, wer bist denn du? Oh, Grace, hallo. Willkommen in Antigua, Kapitän. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere Unbequemlichkeiten. Ach, hallo. Ja, danke der Nachfrage. Das ist schön. Ich bin Grace. Tochter von Bongard, dem berühmten Fernhändler der Dornenküste. Es ist lange her, dass sich ein Piratenkapitän hierher verirrt hat. Und nun haben wir die Ehre, sogar zwei von ihnen in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Das ist schön, aber du musst mal mit diesem einen komischen Typen da irgendwie essen gehen mit... Ah, wie heißt er? Wilson oder so? Ist ja auch egal. Bongard? Dornenküste? Nie gehört. Wo soll das sein? Frechheit. Es ist beschämend, das Wort einer werten Dame anzuzweifeln. Hab ich dich verärgert? Das war gar nicht meine Absicht. Oh, nun, dann ist es wohl an mir, mich zu entschuldigen. Ach, komm schon. Kannst du eigentlich auch kochen? Das ist ja schon wieder so eine Frage, die muss man nicht stellen. Wie ist das Leben hier? Ey, du hör mal, ne? Du, hör mal, also dieser Schmied, Wilson. Moment mal. Was soll das werden? Geschlechtsverkehr? Natürlich. Ich hab's geahnt. Der Kerl hat dich zu mir geschickt. Und du Arsch machst für diese arme Wurst jetzt bei mir hier Männchen. Bist du jetzt etwa sein Lauchbursche oder was? Nein, Moment. Fragen wird doch wohl noch erlaubt sein. Ich kann dir wohl ein paar hinter die Löffel geben, Freundchen. Wie kommst du eigentlich auf so eine Unverschämtheit? Hast du das Gewerbe gewechselt? Musst du deine Kasse aufbessern oder wie? Alter. Ach, der Kerl tut mir leid. Ach du liebe Güte, mir kommen die Tränen. Du sollst dich doch nur ein bisschen mit Wilson unterhalten. So, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Du zahlst mir 1000 Gold oder du kannst es gleich wieder vergessen. Wow, das ist aber... Willst du etwa noch irgendwas Schlaues dazu sagen? Nein, nein, schon gut. 1000 Gold und die wollen nur reden, willst du mich verarschen? Ich bin noch nicht gut genug. Und das meinte ich, Silberzunge haben wir noch nicht mal irgendwie auf 60. Wache, lass mich durch. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Brötchen und Brot. Es geht um Hähnchen und Kot. Und es geht
um noch diverse andere Dinge, aber ist ja egal. So, hier, ratatatatata, mach mal hoch, das Ding. Blablabla. So, geöffnet. Wir haben Piratenanhänger, Goldschatzkappen. Moment mal. Oh yeah. Piratenanhänger, das ist sehr schön. Wir haben leider, Moment, Pokal. Das ist leider nur eine Karte, die uns einen Schatz, also zu einem Schatz bringt. Aber ich meine, hey, ein Schatz ist auch was Feines. Besser als nichts. Und wir lesen mal das Tagebuch. Die Miliz hatte mich durch den Strick zum Tode verurteilt. Ich stand bereits eine halbe Stunde am Galgen und zog langsam an meiner letzten Pfeife. Eine Minute später und das wäre aus gewesen. Dann kam mein alter Kumpel Greg und schoss durch das Seil. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Na, sieh mal einer an. Der Galgenstrick. Neue Quest. Das ist ja sehr, sehr schön. Banane, Apfel. Oh, war das gerade ein trauriger Smiley? Also die Äpfel, die Augen und die Banane, so ein Sad Face. Ich nehme mal Wein und alles mit. Kann man immer gebrauchen. Was haben wir hier? Goldbrocken. Und sonst ist hier Ende, ne? Statuette. Lalalala. Ich möchte nach oben. Mal gucken, was es da gibt. Aber holla, was ist denn das? Eine Goldschale. Und das Beste ist, mich beobachtet keiner. Noch eine Schale. Ja, ja, ich räume hier mal das Haus aus. Aber zwischendurch natürlich nicht vergessen, mal zu speichern hier. Komm. Besser ist. Sicher ist sicher. So, und wen haben wir hier? Hier ist der Alvarez. Der... Moment, Karte von Antigua, die nehme ich mir mal. Jetzt haben wir eine Karte. Sehr schön. Hier ist die Hafenstadt. Ja, das ist Antigua. So sieht das aus. Federkiel, gib mal. Du bist wirklich selten dämlich. Direkt vor meiner Nase. Ach, willst du mich jetzt rausschmeißen? Es war nur ein Federkiel. Setz dich wieder hin. Piratenkodex, den lesen wir mal. Die 8 Regeln des Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Zweitens, wer es findet, darf es behalten. Drittens, schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, Deal ist Deal. Sechstens, im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens, wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Ist ja eigentlich recht edel. Und besonders, wenn man sich das anschaut mit bei einem Duell müssen beide zustimmen und... Was war dieses andere? Moment. Erst zweitens, drittens, viertens, fünftens... Hier, Deal ist Deal und so. Das ist ja alles recht fair und gut eigentlich. Wir reden mal kurz mit Alvarez.